Willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, bei Let's Play East. Es geht weiter. Und wir sehen schon, was uns da hinten erwartet, neben lästigem Getier. Auch lästige Truhen. Yo, ist klar, Alter. Luxie, where are you? Don't fuck with me. Du Fotzgesicht, Alter. So, jetzt haben wir noch das Viech. Jawohl, sauber. Wir sollten es so schnell wie möglich breaken. Dieses Viech ist nämlich ganz schön lästig. He's dead? He's dead. Und wir haben eine Schatzkiste hinten versteckelt. Mit Taktik-Ohr. Erz. Whatever. So. Bevor wir jetzt weiter in den Dschungel voranschreiten, werden wir uns nochmal kurz aufhübschen gehen. Sehr gut. Nun sind wir bereit, weiter vorzudringen. Ha! Huh. Gegners! Ja, da sind noch mehr von ihnen. Es war ja klar, dass noch mehr von ihnen hier rumgeiern, oder? Also, ich denke, das hätte man sich denken können. Diese Viecher sind äußerst hart. Tun wirklich eine Menge aushalten und nehmen nicht wirklich viel Schaden, wenn wir das mal ehrlich sind, weil sie nicht wirklich eine Schwachstelle haben. Und zu meiner Verteidigung, sie machen auch nicht wirklich viel, außer hin und her hüpfen. Aber wie man an dem guten Sahat sieht, ist, dass sie äußerst gerne meine Charaktere in den Blutendzustand versetzen. So, jetzt ist Luxia wieder am Zug. In der Hoffnung, dass wir das Ding relativ schnell breaken können. Perfekt. Paro, don't fuck with me. Ja, dieses Ding hier, die Dragon Tree Fruit, ist äußerst gut. Fleißige Beobachter haben sie gesehen, während wir mit der guten Dana unterwegs waren. Sie heilt ganze 1000 HP. Wo ist sie? Hier ist sie. 1000 HP. Sie ist äußerst selten. Man findet sie allerdings relativ häufig als, Ingredient hier. Das ist mitunter das Gute. So, wir werden jetzt hier richtig draufbolzen auf das Viech. Wir sollten es so schnell wie möglich breaken. Und Luxie hat ein Level abgegangen. So, ihr habt eigentlich nicht wirklich viel auf dem Kasten, deswegen werde ich euch aus dem Weg boxen. Wir sollten versuchen, zumindest auszuweichen. And down he goes. Okay, wir haben einen Raid vor uns. Das ist ärgerlich. Ich muss tatsächlich keinen Raid machen, liebe Freunde. Ich muss es nicht tun. Ich bin am Überlegen, ob ich es tun soll. Dann werde ich es kurz offscreen machen. Das heißt, ich werde mich ganz kurz zurückbegeben zum Save Point. Werde den Raid hinter mich bringen, mich ein bisschen aufstocken an Heilung-Items. Und dann sehen wir uns genau an dieser Stelle wieder. Bis gleich. So, der Raid ist erfolgreich hinter uns gebracht und wir haben schon wieder ordentlich gelitten hier auf dem Weg. Ich habe zumindest ordentlich gelitten auf dem Weg hierher. Und ich muss einfach sagen, die Gegner sind nicht so schwach, wie es den Anschein hat. Sie sind in der Tat... Na! Hey, doll! Alter, kann ich denn nicht da hoch? Sie sind in der Tat sogar sehr stark. Warum? Okay, da sind wir. Ja, jetzt mischt der Fieger sich auch noch mit ein hier. Ich möchte die Kiste eigentlich nur haben. Eine Bow Necklace Number 3. Das sieht sehr gut aus, tatsächlich. Werden wir gleich mal ausrüsten, wenn ich die Möglichkeit habe. Vielen Dank. Holy shit, die Gegner sind richtig hardcore hier.
So, wir haben Bow Necklace Nummer 3. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich der guten Laxia geben, dass sie einen Schub von 500 extra HP bekommt. Da sage ich natürlich nicht nein. Jawohl, Flash Guard. Du darfst gerne breaken, Digga. Ich weiß nicht warum, aber Laxia hat eine unglaublich zähe Breakart. Es dauert und dauert. Ja, ich gucke dich an, du. Wie heißt du überhaupt? Sergesius. Dieses Viech ist absolut... Es hieß a dick. Wir können ihn zwar so jetzt, wie wir gesehen haben, sehr leicht breaken, aber dieses Viech macht eine Tonne an Schaden. So, du bist der Nächste im Bunde hier. Das war leider nicht ganz so effektiv. Und Laxia ist auch gleich weg vom Fenster. Das ist... Die Gegner sind... Übrigens habe ich jetzt bei dem guten Licht Full Potions hergestellt. Durch die Formel, die wir das letzte Mal gefunden haben, können wir jetzt Full Potions kreieren, die 100% der HP heilen, was natürlich sehr nice ist. Außerdem habe ich vom guten Dogi nach dem erfolgreichen Raid Dragon Tree Treasures bekommen. Sind sehr gut, weil sie tun erstens wiederbeleben und zweitens heilen die 1000 HP. So, wir werden jetzt das herzhafte Ratatouille nehmen, damit wir uns ein bisschen Regeneration reinklatschen. Und wir haben das Gebiet endlich hinter uns gelassen. Pangaea Plains. Hm. Yeah. Yeah, it is. Holy shit, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Right now, we're seeing the world as it was before humans came into existence. Ja, als die Welt noch rein war. Why this island, though? Ain't we trying to get to those ruins we saw from the summit? Yes. We must travel west through these plains to get there. Be on your guard, everyone. Yeah, yeah. We will. Dieses Gebiet ist ziemlich interessant, weil, wie man gesehen hat, gibt es hier einige Gegner, die wir tatsächlich erstmal links liegen lassen sollten. Weil unser Hauptziel ist es ja quasi, zu den Ruinen vorzudringen, was nicht sonderlich schwer sein wird. Aber manche Gegner hier unten sind einfach... Ich kann es nicht anders sagen, es sind einfach Penisse. Wo sind sie hin, verdammt? Where the fuck are they going? Oh, sie sind gerade am Baden? Fragezeichen. Yeah. Holy fucking shit. Possibly fight this thing. There's only one, though. Maybe we can run away. Tja, so hart. Oh shit. How many is that now? 3. Es ist wirklich nicht so schwer, so hart. Das sind Pflanzenfresser.
Natürlich. Not all primordials are vicious carnivores. Nope. They appear to be herbivores and quite docile despite their enormous size. Es war ja sogar so, dass eigentlich, ich weiß nicht ob alle, aber die meisten der riesigen Dinosaurier Pflanzenfresser waren. As long as we don't provoke them, they shouldn't show any signs of aggression. What a relief. These things would crush us, even with our orichalcum weapons. Indeed. Adol, let's be mindful not to provoke these creatures as we pass through this area. Also ich werde bestimmt keinen von denen angreifen, denn wenn wir sie anvisieren... Okay, wir können sie nicht anvisieren. Schade. Ich dachte, dass wir wenigstens vielleicht mal kurz Luki-Luki machen können, auf welchem Level sie sind. Aber ich glaube, sie sind ziemlich hochklassig, was das Level angeht. What's that? Wie viele Leute? Oh, wir brauchen 18. 18 Leute brauchen wir, um diese Trümmer aus dem Weg zu räumen. Ich kann mich erinnern, dass es ziemlich gut ist, was sich dahinter verbirgt. Doch das kommt erst sehr viel später. So. Wir sind in einem Gebiet, was ziemlich affig werden könnte. Die Viecher sind relativ schwach. Außer er hier. Level 55. Deswegen werde ich meine Gruppe jetzt hauptsächlich auf Defensiv stellen. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, dass diese Viecher uns gar nicht... komm her, du Fisch. Komm hier! Ich glaube, dass diese anderen Viecher uns gar nicht angreifen, weil das sind nämlich auch Pflanzenfresser. Und Pflanzenfresser lassen uns in Ruhe, wenn wir sie nicht provozieren. Ey, provozierst du mich? Ich hab mich provoziert, ey. Aber dieses Viech sollten wir schnellstmöglich aus dem Leben prügeln. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und es ist gut, dass wir es paralysieren können. Hat er uns... Ist er jetzt auf uns aufmerksam geworden, oder was? Digga! Ja, er ist tatsächlich auf uns aufmerksam geworden. Ich möchte eigentlich nichts von dir. Ich möchte eigentlich nur da hinten deinen eventuell guten Loot einheimsen. Gut, die Kiste haben wir ja schon. Dieses Viech lassen wir erstmal links liegen. Es greift uns trotz allem nicht an, auch wenn wir in seinem Blickfeld sind im Moment. Aber dieses Viech werden wir... Oh, shit. Dieses Viech werden wir aus dem Leben boxen. Yeah, baby. Einfach mit allem, was wir haben, draufklatschen, Alter. Alles andere bringt gar nichts. Baby. Sie sind in der Tat auch relativ schwach gegenüber Paralyse. Was das Ganze ein bisschen vereinfacht, möchte ich meinen. So, dich wollen wir nicht provozieren. Dich loschen wir in Ruhe. Das hätte ich gerne. Ich hätte allerdings trotzdem gerne das, was hinter dir liegt. Oh, Moment mal. Uno Momento. Da ist eine Schatzkiste. Mit einem Warrior Seal 3. Was mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert im Moment. Du kannst gerne runterkommen, Digga. Wenn du möchtest. Wenn nicht, komme ich zu dir hoch. Ist kein Ding. Das war nicht besonders gut von mir, was ich hier gerade... Ist das Essen schon wieder weg? Verdammt nochmal. Okay, dann werden wir jetzt unsere Break Rate erhöhen. In der Hoffnung, dass wir die Gegner ein bisschen schneller breaken können. Ihr dürft gerne angreifen, Leute. Achso, ich habe euch auf defensiv gestellt. Ha, Verzeihung. Dann können sie natürlich nicht angreifen. Damn you! And he's dead. Sauber. Bam, was haben wir hier? Gar nichts. Zumindest nichts, was mir jetzt im Moment weiterhelfen würde. Wir können hier allerdings ein anderes Gebiet betreten. Wir schauen mal, wo es uns hinführt. Ich erinnere mich tatsächlich grob. Okay. Ja, diese Viecher. Diese Viecher. Guck weg, Alter.
sind auch relativ. Ja, wir sollten. Oder ich sollte dieses Gebiet erstmal meiden. Ist ja nicht so, dass wir hier jetzt unbedingt hin müssen. Seht ihr? Der Typ greift nicht an. Solange wir ihn nicht angreifen, greift er uns nicht an. Diese Viecher allerdings sehen wieder anders aus. Ich möchte... Das war leider zu spät meinerseits. Deswegen muss ich leider irgendwas anwenden, was mich eventuell wiederbelebt. Verdammt nochmal. Ich habe allerdings nichts, was mich wiederbelebt, außer dieses Ding hier. Oh, what the fuck. 10.000 Erfahrungspunkte plus. Das ist super. Okay, dann werden wir das benutzen und dann heißt es draufklatschen bis zum Umfallen. Was hat er denn gemacht? Ich bin nur ausgewichen. Ich habe gar nicht gesehen, dass er angegriffen hat. Na egal. Einfach draufkloppen, Alter. Ihr seht schon, was mein Lieblingsgelände im Spiel ist, oder? Man hat es wahrscheinlich schon herausgefunden. Das war jetzt ein bisschen lästig, dass ich jetzt eine Wiederbelebung verschwenden musste, aber so ist es halt nun mal. Wir spielen ja nicht umsonst auf Harder. Bäm. Moment. Fuck, das ist eine Sackgasse. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich das andere Gebiet durchqueren. Okay. Ich werde versuchen, alle Gegner, die sich dort befinden, zu meiden. Ich könnte aber angeln hier tatsächlich, aber jetzt hat mich der Typ da hinten gesehen und das nervt mich ein bisschen. Na egal. Dann angeln wir halt später. Kann man hier überhaupt angeln? Ich weiß es nicht. Wir verschwinden erstmal hier. Diese Viecher, liebe Freunde, auf Level 47. Greifen die mich an? Ja, sie greifen mich an und sie sind sogar sehr aggressiv, diese Lappen. Deswegen sollten wir uns krallen, was wir krallen möchten und einfach abhauen. Ich denke, dass ich die Gegner gut legen könnte. Also ich denke nicht, dass ich ein... Oh shit. Allzu großes Problem mit ihnen haben wollen würde. Oh, da ist eine Schatzkiste im Water. Im Water. Ja, jetzt sind zwei hier. Okay, ich bin weg. Ja, hier ist einiges los. Auf diesen Plains. Nein, 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 nein. Ich bin weg, Leute. Ich lege mich ungern mit zwei Gegnern an, die auf Level 47 sind. Deswegen werde ich jetzt einfach ganz entspannt. Ich bin paralysiert. Das ja, oh. Ja, okay. Ich bin paralysiert. Ich hab's verstanden. Darf ich bitte weiter? Danke. Dann werde ich mal ganz entspannt hier. Ich vorbeikugeln. Die Viecher sind schnell, verdammte Hacke. Holy crap. So. Jetzt aber. Na gut, das Viech da hinten kann ich leider nicht angeln, weil... weil halt. Komm ich da an? Komm ich darin? Ich denke. Ich sollte da hinkommen. Yes. Wie kann ich nämlich in Ruhe angeln? Oh shit. Oh shit, was bist du denn für ein widerspenstiges Stück Dreck? What's up with you, man? Ist das ein neuer Fisch? Yo, es ist ein Archaidon. Es ist ein Mini-Hai, tatsächlich. Huh. Okay. I take that. Okay, der ist nicht ganz so widerspenstig wie der vorher. Das heißt, es könnte vielleicht ein etwas anderer Fisch sein. Oh, es ist eine Schatzkiste. Wahrscheinlich mit einem Prisma-Juwel, nehme ich an. Mit einer Big Pearl. Okay. Dann würde ich gerne mal da... Nein, das reicht leider nicht. Okay, wir heben uns das Gebiet für später auf. Das macht jetzt keinen Sinn, sich hier... ewig um drei Tage mit diesen Viechern auseinanderzusetzen. Hier wäre jetzt tatsächlich nur einer. Deswegen werde ich... tatsächlich... Ja, oh, ich bin schon wieder paralysiert. Das machen die gerne, habe ich das Gefühl. Ich werde versuchen... What the hell? Ich hab's kapiert, Alter. Oh, holy mother. Diese Viecher sind... gefährlich. Ja,
Aber es ist relativ einfach zu breaken, wie es aussieht. Also er ist nicht gebreakt, aber... Das... Oh, Leute! Really? Ich habe nichts mehr zum Wiederbeleben? Ah, doch, die Ripe Cryberries. Okay. Oh, Full Potion, zack, einmal hier. Habe ich nicht gesehen, dass ich die Dinger habe. Und wir haben Aura Blade gelernt. Nice. Fuck you, Alter. Diese Viecher sind... No kidding, Alter. Die sind wirklich nicht zum Unterschätzen. Vielleicht kann man jetzt verstehen, warum ich nicht unbedingt gegen zwei auf einmal kämpfen möchte. Geschweige denn gegen drei. Holy Mother! So, wir haben neue Skills erlernt. Wir werden jetzt, ist es Zeit, den Aerial Spin mal rauszuhauen und die Aura Blade reinzuhauen. Hast du was Neues gelernt, Kollege? Ja, den Upper Break. Das werden wir tatsächlich geben. Und du kriegst Wake Up. Ja, genau. So, diese Viecher, wir werden jetzt mal auf Defensiv stellen, lassen wir in Ruhe. Ich habe keine Lust gegen euch zu kämpfen, ehrlich gesagt. Zumindest nicht im Moment. Meine erste Priorität ist jetzt erstmal hier irgendwie durchzukommen. Kann ich ihn anvisieren? Ich kann ihn anvisieren. Der Riese ist auf Stufe 80. Der Dilodicus. Ich habe gerade Dildokus gelesen. Keine Ahnung. Whatever. Was auch immer ich gelesen habe. Wie gesagt, gegen euch will ich jetzt im Moment eigentlich noch nicht antreten. Get the fuck out of my face, bitch. Holy moly. Ihr seht schon, was hier los ist. Also... Wenn ich auf Level 80 wäre oder auf Level 60, dann wäre das kein Ding hier. Dann wäre das alles gar kein Ding. Aber so, ne. Das ist tatsächlich der richtige Weg, den ich gerade gehe. Was ich allerdings gerne machen wollen würde, wenn ich schon hier bin, ist hinten dieses grüne Fragezeichen aufdecken. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier in Lebensgefahr schweben würde oder so. Aber ihr seht schon... Ich nehm's mit euch allen auf, ist kein Ding, Alter. Alle auf einmal, kommt her. Ich streichel euch allen auf einmal den Anus. Wo war denn dieser verfickte Ort, Alter? Der war da hinten links, oder? Ach, da oben war... Ach, da oben. Ah, wahrscheinlich dieser hübsch aussehende Baum. Okay. I take it. Oh, wir haben einen Ressourcenpunkt gefunden. Super. Der antike Baum. Super schöne Location hier. Super schöne Location. Ich würde auf der Insel tatsächlich Urlaub machen. Wenn die Dinosaurier nicht werden. Oh, da ist eine Kiste versteckelt. Aha. Aha. Mit einem Shield Earring Number 3. Sollte mich nicht alles täuschen, aber ich... Oh, naja, sie... Genau, erhöht die Verteidigung. Und wir werden es dem Guten... Weil er hat wirklich mehr als genug Stärke. Ich würde ihm gerne mehr Verteidigung draufklatschen. Und das kann er gut gebrauchen. So. Wir sind fertig hier. Und können uns... Schnell verpissen. We pissed it off, ja? Und wo ist er? Ach ja. Ja, wir hätten tatsächlich gerade im Moment keine Chance, weil er uns wahrscheinlich one-hitten würde. Wenn nicht one-hitten, dann two-hitten wahrscheinlich, aber muss ja alles nicht sein. Und wir sind angekommen. Wo auch immer. Das kommt uns ziemlich bekannt vor. My favorite? What? Ja, und wir sind in einer Sackgasse gelandet, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen wieder träumen. Zum Glück können die Dinosaurier nicht die Gebiete wechseln.
We can relax. We haven't had a moment's rest since we arrived on the north side of the island. Entschuldigung, wir hatten schon ein Camp aufgeschlagen hier. Tell me about it. Those giant primordials we saw scared the crap out of me. I mean, they looked scary and all, but they were actually pretty calm. I was rather surprised by those cute primordials that captured Rakota. The current research does not indicate that there are species with such high intelligence. Ihr hättet wirklich den Film Jurassic Park sehen sollen. Perhaps this is the providence of evolution. Maybe. It's the process by which a species traits and characteristics transform over generations. Well, what do you mean? Oh, damn it, Alter, Sahad ist dümmer, wie ich gedacht habe. Primordials are thought to have been no more intelligent than your average beast. A parent produces offspring, and that offspring will produce offspring of its own. The primordials we saw could have developed intelligence through that process. And that process we call evolution. Is that really possible? Ihr seid alle dumm. Well, to be fair, it's not proven. Okay. Ich nehme die Charaktere ein bisschen in Sicht, weil wir spielen ja eigentlich in einer eher mittelalterlichen Welt, also allgemein gesehen. Deswegen ja. Das war das alles noch nicht ganz so klar. Yeah, that's the point, man. Yeah, nicht in dem Sinne Evolution, aber. Yeah. Do you understand this at all? Na klar, ich bin ja nicht dumm. Macht Sinn. Man, I don't get it at all. Waxia must be some kind of genius. Oh ja, das ist sie. Auch unter dem Kleid. I could start over and provide a simpler explanation. No, 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 that's enough. No more. Please. Really? What a pity. What's the matter, Rakota? Feeling sleepy? What's wrong? Are you not feeling well? Maybe your lecture bored her to tears. What? It's not that. Spending time with you guys has been so much fun. Oh. And when I got captured by those primordials, you guys came to save me. Natürlich. Sahad said we're family. That's right. I have a father, but all the families in my books have lots more people in them. Comforting, fun, warm. I've always wanted a real family. And you guys make me feel like I'm part of one. So. Aww. Rakota. Well, yeah, we are a real family. Huh? Waxia over there, she's basically your big sister. Waxia? My big sister? That's right. Adol and Hummel over there, they're sort of like your two big brothers. Adol and Hummel? I get two big brothers? Sure, I accept. And since you already got a dad, I suppose that makes me... her weird uncle. Can I just be an uncle? Why do I gotta be a weird uncle? Mensch, ich hätte auch sagen können, du bist ihr Großvater. Ach, was schön. Really? Huh? Isn't that sweet? Why, I think that's the nicest compliment you could ever receive. Wahrscheinlich. Think so? Ach ja, ich liebe die Szenen. Die Camp-Szenen sind einfach super. We
should rest up for tomorrow. Yeah. Tally-ho! Tally-ho! Who's talking there, B? Ich würde sagen, das war Rigotta. Sie hat die Sterne beobachtet. Ach, ich mag die Charaktere einfach. Super. So viel Charakterentwicklung. Super. What's up? Nein, ich habe gar nichts geträumt. Ja, ich habe die ganze Nacht durchgepennt. Ich war auf Crack. Moment, da pennt man eigentlich normalerweise nicht so. Oh shit. Du hörst eine merkwürdige Resonanz. What? What is happening? The crystal is glowing. Und wir kommen zu einem, ja, weiteren Feature dieses Spieles. Denn ab jetzt können wir quasi wechseln zwischen unseren beiden Hauptcharakteren. Aber das werden wir gleich sehen. Denn wie man sich vielleicht denken kann, ist alles, was wir mit Dana gesehen haben, oder was wir mit Dana getan haben, sind alles Ereignisse aus der Vergangenheit, liebe Freunde. Ja, mach weiter, Baby. Another vision? Or was it just a dream? Red hair, like fire. Who was that man? And... Donna, are you awake? Yes. Please, come in. Ja, du hast mich auch gerade schon wieder geweckt. Ich hatte eine Vision von einem Mann. A red-haired swordsman. Huh. Sorry, what? Naja, man kann ja träumen über Männer. Okay, aber anscheinend kann sie unsere, beziehungsweise die Reise von Adol und Kohorte, komplett mitverfolgen, wie es aussieht. Denn sie weiß, dass wir an den Ruinen von Aegis sind. Wer ist dieser rothaarige Schwertmeister? Ja, aha, ja, aha. Können wir tun? Na klar. Woher weißt du das? Warum trägst du keinen BH? Ich meine nicht, dass es mich stören würde, aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Das stimmt. Diese Träume werden uns verändern, sage ich mal das. Upsala. So, und jetzt kommen wir quasi zu dem Teil, wo wir ja, uns gegenseitig helfen. Dana hilft Adol, Adol hilft Dana und ja, so simpel wie sich das Ganze anhört, ist es dann tatsächlich doch nicht, aber a bookshelf for the maiden. Oh, hier ist ein geheimer Ausgang. Den sollten wir uns vielleicht mal vormerken. Ist das mein Bett? Oh ja. Etwas wenig Kissen, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Ein Kräutergärtelchen. Okay. Was war da hinten noch? Das habe ich noch nicht angeschaut. Ein Altar. Okay. Wie man sich jetzt vielleicht denken kann, müssen wir quasi an denselben Punkt latschen, wo Adol quasi im Moment mit seiner Gruppe ist. Können uns allerdings hier auch noch etwas umsehen, wenn wir möchten, etwas mit NPCs quatschen. Was nicht unbedingt notwendig ist, wenn ich ehrlich bin. Zumindest im Moment. Sie erzählen zwar so das ein oder andere Interessante, was jetzt so
geschichtsträchtiges, storytechnisches vielleicht wichtiges, aber es ist nicht wirklich was dabei, wo ich sagen würde, okay, das müssen wir jetzt tun. Wir möchten eigentlich eher erstmal mit der Story weiter fortfahren. Who is this old hack? Ach ja. Die haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Hi. Lady Urgunata. Okay. Ach stimmt, das war die vorherige Jungfrau. Yeah. Oder? Nope. Wer war die vorherige Jungfrau? Haben wir sie schon mal gesehen? Ja klar, ich wollte ein bisschen spazieren gehen. Demi, darf man hier gar nichts mehr ohne Erlaubnis. Klar, ich bin beschäftigt, natürlich. Ich bin super beschäftigt. So sieht's aus. Aha. Yeah, thank you. Mother. Nein, das war kein Spoiler. Sie ist nicht unsere Mutter. Ja, das war in der Tat nicht nur ein einfacher Traum. Deswegen werden wir uns... ab dem nächsten Part. Red-haired Swordsman was on the back road. Going east through the mountain gate might be the fastest way. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Dana super finde. Dana und Adol tatsächlich. Es ist, weiß ich. Ein super Pärchen würden sie abgeben. Doch Zeit und Raum scheinen die beiden zu trennen. The morning breeze feels nice today. The sky is so clear. I can see the entire landscape from up here. Ah, tis the maiden. Who's talking? Oh. Hi. Hi. Oh, Dran and Rastel. You're patrolling this route this morning? I am, at least. I'm paying close attention to my father so I can better learn the ropes of being a guard. And yet you seem to do little more than follow my every step like a needful pup. Your antics are the reason my men disrespect me when they think my back is turned. Don't worry, father. I'm just getting some early training in before I actually enlist, that's all. Same as ever, I see. Huh? Actually, Rastel, have you gotten taller since I last saw you? You haven't stopped growing like a weed since the day you became taller than me. You better slow down soon before you tower over your fellow guards. That doesn't sound so bad. Just wait, Your Eminence. I'm gonna be a great guard someday. I promise. Once I do, I'll protect you. Oh my. I look forward to that day. Our elite guards are the pride of this kingdom. I will be watching your career with great interest. I won't let you down. Good heavens. My apologies. Please forgive my son. He knows not what he speaks. Do you intend to travel beyond the city limits, Your Eminence? There have been more reports than usual of wild Saurians roaming the roads. I know I need not be concerned for your safety, but do be careful nonetheless. Thank you, Dran. Blessings of the great tree be upon you. And blessings to you too, Your Eminence. Okay. Wir sind wohl auf dem richtigen Pfad, wie es aussieht, denn... sonst wäre ja keine Konversation erschienen. Wie auch immer, wir werden uns ab dem nächsten Part dann in die östlichen Gefilde aufmachen. Und mit diesem wundervollen Ausblick, ja, ich meine tatsächlich dieses Mal das Panorama, verabschiede ich mich von diesem Part. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Dabeisein, ciao.